Hallo, mein Name ist Kian und in meiner Interviewreihe Klein aber hart geht es um nachhaltige Produkte und die Firma dahinter. Lasst euch überraschen und viel Spaß beim Gucken. Ich wünsche euch dein Kian. Tschüss! Hallo, ich bin Kian und meine Interviewreihe heißt Klein, aber aha. Ich befrage junge Unternehmen, die zwar noch nicht überall bekannt sind, deren Ideen und Produkte unbedingt nennenswert sind. So. Erstens, wie heißt eure Firma und warum hat sie diesen Namen bekommen? Die Firma heißt Prolupin GmbH. Und das kommt daher, weil wir ausschließlich mit Lupinen arbeiten, pro Lupine, für die Lupine. Und Lupin ist dann ja davon abgekürzt, ne? Das E fehlt halt, pro Lupin. Wer bist du und was ist deine Aufgabe dort? Mein Name ist Silke Heine und ich bin dort im Marketing tätig und kümmere mich darum, dass die Produkte so aussehen, wie sie aussehen und welche Texte da draufstehen. Einmal die, damit man genau weiß, was drin ist, aber auch die, die ein bisschen Spaß machen, dass man Lust hat, das Produkt zu kaufen. Also weil unsere Texte sind ja ganz lustig, die da drauf sind. Ich kümmere mich auch darum, ist eine meiner größten Aufgaben, dass wir genau auf solche Messen hier gehen, damit wir dich zum Beispiel treffen können. Dass ich also da organisiere, dass hier die Ware hinkommt, dass wir solche Materialien haben, wo wir jetzt, dass wir auf dem Barhocker sitzen können. Genau das ist meine Aufgabe. Was genau macht eure Firma? Wir stellen ausschließlich Produkte her, die auf dem Protein der Lupine basieren, und zwar, das nennt sich Protein, also Isolat, Lupinenisolat, das ist ein doofes Wort eigentlich. Und das sind auch die einzigen, sind wir, die das können, weil wir nehmen den Samen. Irgendwo stehen hier auch welche. Hier. So sehen die aus. Und wir nehmen den Samen und extrahieren in einem Verfahren, das nur wir können, das ist patentiert, also ist wie so ein Schutz, ne? Das darf kein anderer machen, nur wir, das ist wie ein Geheimnis eigentlich. Und da kommt das Protein raus und das Protein benutzen wir für all unsere Produkte, das ist die Basis. Und dieses Protein ist, Wissenschaftler würden das nicht so sagen, aber wir unter uns, ne, wir beide würden mal sagen, das ist ziemlich ähnlich dem Kuhmilchprotein. Und deswegen können unsere Produkte auch so ähnlich schmecken wie Produkte, die sonst mit Kuhmilch gemacht werden müssen. Was ist besonders gut an euren Produkten? Besonders gut an unseren Produkten ist, dass wir die Lupine nutzen dürfen und dass Forscher sich so viel mit so viel Leidenschaft daran gemacht haben. Die haben 25 Jahre lang geforscht, um das herauszukriegen, wie man dieses Protein da rauskriegen kann. Die waren also mit ganz, ganz viel Herzblut dabei, denn diese Lupine wächst hier in Deutschland, in Mecklenburg-Vorpommern. Die können wir dort ernten und da auch in unsere Fabrik bringen, damit wir dann hier das Protein rausnehmen können. Und deswegen brauchen wir gar nichts benutzen, was irgendwie mit Tieren zu tun hat, sondern rein pflanzlich. Und können sogar den Boden noch auf den Äckern verbessern, weil die Lupine eine Pflanze ist, die ja, zieht Stickstoff an und bringt das dann in den Boden. Das ist wie so ein Dünger sozusagen. Welchen Vorteil bringt ihr den Menschen und unserer Umwelt? Ich würde sagen, das habe ich fast eben auch schon alles beantwortet, weil ne, die hängen so ganz dicht zusammen, die Fragen. Ich versuche das nochmal ein bisschen kürzer und anders zu formulieren. Also wir bringen den Vorteil, dass wir alles nur einsetzen, was aus Pflanzen produziert wird. Da brauchen wir gar kein Tier dafür oder irgendetwas anderes. Und vor allem können wir Pflanzen benutzen, die schon ganz viele Jahrhundert Jahre hier in Nordeuropa auch bekannt sind. Früher als Futterpflanzen benutzt wurden. Und jetzt können wir die selber essen, weil wir so dieses Verfahren entwickelt haben. Wenn jetzt jeder ganz viele Produkte von euch kaufen würde, wäre das dann immer noch gut für die Umwelt? Ja, weil diese Lupine kann wirklich hier in Deutschland angebaut werden. Und ich glaube, gerade auch in den Landstrichen, wo ganz viele Äcker und so vielleicht im Moment gar nicht benutzt werden, würden die Bauern sich freuen, wenn sie die Lupine da anwachsen dürfen. Und wir können da auch noch mal hingucken und es sieht auch noch hübsch aus. Wo kann man eure Produkte kaufen? Also du, ich habe ja gehört, du bist schon voll der Fachmann, du isst ja unser Eis so gern, habe ich eben schon lernen dürfen und da weißt du ja selber schon, dass man die bei Aldi kaufen kann.
Nicht immer, aber tatsächlich auch manchmal in Aktionen, also zum Beispiel unser Eis. Und wir sind sonst auch mit unseren Lugurts, also sind Produkte wie auch Joghurts, nur halt, wir dürfen sie nicht so nennen, weil sie ja nicht mit Milch sind. Und die kriegt man zum Beispiel bei der Rewe und bei Edeka. Und dann haben wir noch Aufstriche, die schmecken auch ganz lecker. Und auch Desserts, so wie richtiger Pudding, Vanille und Schoko, ganz, ganz lecker. Und auch Drinks. Und die kriegt man zum Beispiel bei Real und bei Famila. Was wünscht ihr euch für die Zukunft? Wir wünschen uns, dass es... Das sieht man hier eigentlich auch schon. Wir sind ja hier auf der Veggie World, dass es noch viel, viel mehr Leute gibt, die sich dafür interessieren, einfach nach Alternativen zu suchen, dass man auch mal sich abwechseln kann, zum Beispiel etwas zu benutzen, was nicht irgendwie mit Tieren oder aus Tieren produziert ist, damit wir alle dann auch auf der Welt genug zu essen haben. Und am besten, also gefällt es mir zumindest auch in unserer Firma, dass man dann sogar noch Pflanzen benutzt, die halt in Deutschland angebaut werden können und hier auch die Wirtschaft stärken. Denn zum Beispiel dort, wo wir halt anbauen, das ist eher so ein Landstrich, da gibt es nicht so viel sonst zu arbeiten. Und da ist es halt auch total toll, dass man da jetzt einmal die Lupine anbauen kann. Bei uns im Werk halt auch Leute arbeiten, die das dann weiterverarbeiten und so. Und das wünsche ich mir, dass das noch mehr machen. Vielen Dank für deine Zeit und alles Gute. Dankeschön, es hat richtig Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du hier warst. So.